So, wir sind es mal wieder vom Kanal Schnell durchblicken. Und heute geht es um das epische Theater. Und wir versuchen das mal in 5 Schritten so zu erklären, dass man es schnell versteht. Wie immer werden wir am Ende eine Dokumentation veröffentlichen auf der Homepage. Und wenn es zu schnell geht, kann man die Pausentaste betätigen. Das kennen die meisten von euch ja bereits. Okay, legen wir mal los. Wir beginnen mit dem ersten Schritt, nämlich mit dem Begriff. Episches Theater ist ein Widerspruch in sich, denn da sind nämlich die Grundgattungen der Literatur betroffen. Episch heißt erzählend, alles wird durch einen Erzähler vermittelt, der kann auch kommentieren zum Beispiel. Dramatisch aber, Theater, heißt auf der Bühne durch Schauspieler wird alles präsentiert. Da gibt es keine Kommentare normalerweise und ähnliches mehr. Und jetzt kommt Brecht und stellt die ganzen Dinge auf den Kopf, wie wir gleich sehen werden. So, warum versucht also Brecht, das Theater zu revolutionieren? Das hängt damit zusammen, von Aristoteles, einem alten Griechen, der eine große Rolle spielt in der Geschichte des Theaters, bis Schiller, einem Zeitgenossen Goethes, also um 1800, war es so, das Theater soll die Menschen berühren, sie sollen sich einfühlen mit den Figuren auf der Bühne, fühlen, dann innerlich erschüttert werden, so eine Art moralische Verwandlung erleben. Und Schiller ist sogar der Meinung, dass die Bühne so eine Art moralische Lehranstalt ist, dass man da also als besserer Mensch rauskommt, wenn man drin war. Aber das geht nur über die Gefühle, Erschütterung. Brecht dagegen will den kritischen, den nachdenklichen Zuschauer, und dazu wählt er das Mittel der sogenannten Verfremdung. Das heißt, er zerstört diese Einfühlung. Das ist wie wenn man mitten in einem schönen Film ist und plötzlich das Handy klingelt und einer sagt, du, der Film taugt überhaupt nichts. Das ist wie eine kalte Dusche. Und sowas will der Brecht haben, damit man nachdenkt. Das heißt also, das Bühnengeschehen ist da und es gibt Kommentare und ähnliche Dinge mehr. Hören wir mal Brecht selbst kurz zu. Der Zuschauer des Dramatischen, das ist das alte Theater von Schiller und Aristoteles sagt, ja, das habe ich auch schon gefühlt, ja klar, so bin ich, das ist ganz natürlich. Und für Brecht etwas ganz, ganz Schlimmes, das wird immer so sein, so sind die Menschen einfach. Das Leid dieser Menschen erschüttert mich, weil es keinen Ausweg für ihn gibt, das ist eben tragisch im Sinne, damit muss man sich abfinden. Das ist große Kunst, das ist alles selbstverständlich. Ich weine mit den Weinenden, ich lache mit den Lachenden, aber ich tue nichts. Nichts tun, es ändert sich nichts. Das ist das, was Brecht nicht gut findet. Der Zuschauer des epischen Theaters sagt, das hätte ich nicht gedacht. So darf man es nicht machen. Das ist höchst auffällig, seltsam, fast nicht zu glauben. Das muss aufhören. Das Leid dieses Menschen erschüttert mich, weil es doch einen Ausweg für ihn gäbe. Das ist große Kunst, da ist nichts selbstverständlich. Ich lache über den Weinenden und ich weine über die Lachenden, weil sie sich eben falsch verhalten, sich nicht bemühen, aus ihren Problemen rauszukommen. Das ist das, was Brecht will. Gucken wir uns mal ein berühmtes Stück an. Der gute Mensch von Sichuan, Sichuan eine Provinz in China, die er hier nimmt, um das so ein bisschen in einer fremden Gegend zu verdeutlichen. Am Anfang stellt sich ein Wasserverkäufer schon mal dem Publikum vor. Aha, das ist V-Effekt. Später gibt es Zwischenspiele, ja, in denen das Ganze kommentiert wird. Das ist V-Effekt, Verfremdung. Es heißt allgemein, dass uns nur noch die Götter helfen können. Das heißt, hier wird in Frage gestellt, so soll es eigentlich hier heißen, und stehen, in Frage gestellt. Tatsächlich kommen 3 Götter vorbei, sie werden auch ehrerbietig begrüßt und dann gibt es Pleiten, Pech und Pannen. Keiner will die Götter aufnehmen, bang, der Wasserverkäufer gibt sich redlich Mühe. Am schönsten die Formulierung von einem: Verschone uns mit deinen Göttern, wir haben andere Sorgen. Man sieht also hier, diese Göttervorstellung, die dem Brecht natürlich gar nicht passt, die wird hier dekonstruiert, die wird hier kaputt gemacht.
Die Götter selbst, ne, sind auch ganz anderer Meinung als normalerweise Götter. Wenn von Überschwemmungen die Rede ist, dann ist das keine Folge göttlichen Zorns, sondern weil die Menschen den Staudamm zerfallen lassen. Also selbst die Götter zeigen hier mehr Einsicht als gewissermaßen die Religion oder die diese Thesen und Vorstellungen vertreten. Dann werden die Götter praktisch wie Waren angeboten. Heute sind die Götter im Sonderangebot und so weiter. Keiner reagiert darauf. Und wer kümmert sich am Ende um die Götter? Eine Prostituierte, Shente, eine einfache Frau, die selbst mit dem Leben kaum klarkommt. Und die bekommt jetzt ein großes Geldgeschenk von den Göttern und kann auch einen kleinen Laden eröffnen. Und sie will dann wirklich gut sein und stößt dabei halt ihre Grenzen. Sie wird nämlich einfach ausgenutzt von allen möglichen Leuten. Und am Ende weiß sie nur noch eine Lösung. Sie muss ihren eigenen angeblichen bösen Vetter spielen. Sie verkleidet sich nämlich als Shuita und bringt dann den ganzen Laden wieder in Ordnung. Und die Leute schreien dann, wo ist Shente und so weiter. Und Shuita sorgt dann dafür, dass, wie gesagt, es überhaupt weitergehen kann. Das heißt, es gibt also diese Tabakfabrik, gibt Arbeit, aber sie funktioniert nicht mit dem Gutsein, sondern nur mit dem bösen Vetter. Es gibt dann auch ein Zwischenspiel vor dem Vorhang. Aha, V-Effekt wieder. Das Lied von der Wehrlosigkeit der Götter. Da erscheint Shente vor dem Publikum, vor dem Vorhang und zieht sich um während ihres Sprechens da zu Shuita und zeigt eben, ich muss beides sein. Ich muss der Mensch sein, der gut zu sein versucht und ich muss auch der Mensch sein, der halt genügend böse ist, um überleben zu können. Und am Ende kommt das größte Unglück noch. Sie verliebt sich in einen Flieger, sie wird schwanger, lässt sich betrügen und alles steuert einem Ende zu, was nicht gut sein kann. Dann erscheinen die Götter aber dann doch wieder. Sie spielen dann so eine Art Richter, die nach der verschwundenen Shente fahren, denn nur noch Shuita ist da. Der wird auch angeschuldigt, dass er die unter Umständen hat verschwinden lassen und so weiter. Und schließlich bekennt dieser Shuita dann, dass er auch Shente eben ist. Sie konnte nicht gut sein und gleichzeitig überleben. Das ist das Problem, was Brecht hier deutlich machen will. Und das heißt dann zu den Göttern, etwas muss falsch sein an eurer Welt. Aber die Götter wollen es gar nicht hören. Sie wehren sich dagegen. Sie haben auch nichts zu bieten. Sie sagen, naja, gut, okay, Shente, wenn du ohne Shuita nicht klarkommst, dann spiel ihn hin und wieder, aber nicht so oft und so weiter. Also ziemlich lächerliche Veranstaltung. Sie haben nur Sprüche zu bieten. Dann verschwinden sie so auf eine Art rosa Wolke. Sie wollen die Wahrheit nicht wissen. Es gibt dann noch einen Epilog, also ein Nachspiel. Ein Spieler tritt nämlich jetzt vor den Vorhang, entschuldigt sich, weil das Stück keinen guten Schluss hat. Es, das Publikum, soll sich selbst einen Schluss suchen. Und das ist natürlich episches Theater pur. Wir haben dir gezeigt, der Mensch kann in dieser Welt nicht gut sein. Er braucht den bösen Vetter. Also guckt mal, was man daran ändern kann. Das Fazit, das epische Theater setzt sich bewusst ab vom klassischen, vom alten Theater, will kein sich einfühlen, keine Illusion. Denn Brecht sagt, ne, das macht die Menschen nur besoffen. Die gehen da raus, haben sich gut gefühlt und nichts ändert sich. Sondern Widersprüche sollen aufgedeckt werden. Zum Beispiel durch verschiedene Arten von Kommentierung. Da kann man Plakate zum Beispiel hinter den Leuten zeigen. Die Figuren erzählen irgendwas Tolles und dahinter steht einer und hat auf dem Plakat stehen, alles Unsinn. Oder es gibt Zwischenspiele, in denen das Ganze kommentiert wird. Es gibt eingebaute Lieder, ne, die das Ganze in Frage stellen. Ziel ist, dass die Zuschauer die wirkliche Welt kennenlernen und begreifen, sodass sie sie möglichst ändern können. Sie muss geändert werden, sie soll geändert werden. Brecht selbst stand ja dem Kommunismus sehr nahe, also auch einer Art von Revolution, der Veränderung, auch mit einer gewissen Gewalt. Und in dem Zwischenspiel vor dem Vorhang, da heißt es, warum sagen die Götter nicht laut in den oberen Regionen, dass sie den Guten nun einmal die gute Welt schulden? Die Welt muss geändert werden. Warum stehen sie den Guten nicht bei mit Tanks, mit Panzern heißt das, und Kanonen und befehlen, gebt Feuer und dulden kein Dulden? Man sieht also, dass in dem Stück durchaus auch die Frage gestellt wird, muss eine bestimmte Art von Gewalt angewendet werden, weil die Welt von selbst nicht in Ordnung kommt. Aber das wird nicht endgültig festgesetzt, sondern es wird dem Zuschauer überlassen, wie er die Konsequenzen daraus zieht.
Gut, wie immer hier am Ende die Informationen, dass wir auf schnelldurchblicken.de und Lernvideos. Hoffentlich kommt er jetzt mal langsam. So, komm. Na, das war überhaupt nichts. Jetzt bricht hier alles zusammen. Wir versuchen das jetzt trotzdem mal hier noch einigermaßen hinzubekommen. So, ich versuche noch einmal jetzt hier. So, schnell durchblicken, Lernvideos. Und dort gibt es die ganzen Informationen, auch Aktualisierungen, wenn wir Fehler noch entdeckt haben bei uns. Und man kann auch Kontakt mit uns aufnehmen, schnell einen durchblicken Kontakt. Und bitte hier ganz genau die E-Mail-Adresse angeben, sonst habe ich keine Möglichkeit, euch zu erreichen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr schnell durchblicken den Kanal auch abonniert. Dann werdet ihr beim nächsten Mal auch darauf aufmerksam gemacht, wenn wir wieder etwas Neues bringen. Und wir haben noch einiges vor.